Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Wir sind endlich mal wieder in Olpe. Ist echt lang her, muss ich sagen. Ja, zu lang. Ja, echt zu lang. Zu lang. Und ihr Alter, wisst ja... Ösi-Sepp. Ihr wisst ja, wir testen ja gerne irgendwie neue Sachen. Ne? Und sind die Sachen zwar nicht neu, aber diesen Vergleich haben wir eigentlich noch nie gemacht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die letzten Monate habt ihr vielleicht in den einen oder anderen Videos gemerkt, dass ich dachte, irgendwie das Kenevo hat manchmal so ein bisschen zu viel Federweg, ne? Für das, was ich so meistens fahre. Und da hat der Thomas gesagt, hey, nimm doch mal das Levo für ein, zwei Wochen mit. Ich bin es tatsächlich gar nicht so oft gefahren, weil ich ja dann nach Österreich bin. Aber dreimal habe ich immerhin geschafft. Und dafür sind wir auch heute da. Wir machen nämlich was ganz Besonderes, was ich so in der Form bei YouTube auch noch nicht gesehen habe. Wir fahren die gleichen Strecken mit zwei Kameras. Das heißt, ich werde jedes Mal, habt ihr die Verfolgerperspektive, wo ihr den Daniel seht, und jedes Mal die Ego-Perspektive von Daniel. Und Daniel, ich werde vorher keinen Ton sagen, erst gleich im Fazit. Und ich bin Daniel, gespannt, ob du es schaffst. Ne? Wir fahren die direkt gegen Kreuz, bergauf und bergab auf den gleichen Strecken gegeneinander, die Räder. Weil im Moment sind wir vom Ranger nur 7-8 Kilo auseinander vom Gewicht. Das heißt, ich habe auch am Setup, seit Daniel mir das gegeben hat, nichts geändert an dem Rad. Ach krass, du bist so ja, gefahren. Tatsächlich, ich bin so gefahren, wie es ist. Und dieses Video ist gesponsert von Ride or Chill. Jeden Samstag um 19 Uhr im Bikepark OE. Jeder ist willkommen, ob ihr fahren wollt oder halt einfach nur chillen wollt. Kommt vorbei. Das Besondere ist, der Daniel, ich habe mir überlegt, das ist total cool für den, der hat jetzt die einmalige Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, ob er das 10K Traumbike haben will oder das 10K Traumbike. Die sind beide fast gleich hochwertig ausgestattet mit AXS Sattelstütze, AXS Schaltung. Fahrwerk ist natürlich beim Levo ein bisschen spezieller, aber auch neuer Dämpfer, Kizuma Double Barrel und was weiß ich alles. Also, wir fahren jetzt wirklich zwei Fahrräder, die haben den gleichen Antrieb und alles. Also wir fahren wirklich halt wirklich, ich sag mal, Thema Trailbike gegen Thema Enduro. So, was ja brauche ich wirklich? Und das soll der Daniel für sich heute ganz frei entscheiden. Er darf sich dann aussuchen, was er demnächst behalten will. Und ich werde das andere Rad dann, was übrig bleibt, leider verkaufen, weil ich schon ein neues Rad in der Pipeline habe. Das heißt, wenn ihr euch für das übergebliebene Rad interessiert am Ende, genau, dann könnt ihr euch gerne melden. Genau, wir switchen jetzt mal auf GoPro-Perspektive und dann geht's ab in den Test. Yes! Technischer Appel. So, direkt technischer Appel. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den Dämpfer habe. Wo lang? Geradeaus? Das ist doch frei gemacht. Ist da noch? Echt, das sieht man gar nicht. Okay. So. Gut, schon eine klare Sache hier bergauf. Okay, Leute, technischer Uphill, Runde 2. Ja, überholen. Oh, das ist schon anstrengender. Im steilen und technischen Uphill kam mir das Kenevo auf jeden Fall ordentlich schwerer vor. Natürlich kommt dazu, dass das Bike sowieso 2 Kilo schwerer ist, aber ich denke auch, dass die Geo vom Trailbike hin zum Enduro da auch seine Sache zu beiträgt. Da bin ich froh, wenn wir den Part hinter uns haben. Ja, es ging gut. Aber es war schon einfacher mit dem Levo. So,
So, eine Runde Flow-Trail, ja? Auf geht's. Jalla. So Leute, Runde 2 jetzt auf dem Kinebus, ey. Sozusagen wieder zu Hause. Das werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall viel träger. Viel softer auch. Den größten Unterschied auf dieser Abfahrt habe ich definitiv auf der Wurzelpassage gemerkt. Das Kinevo schluckt tatsächlich alles weg, es ist wie butterweich. Aber das Levo hingegen ist einfach ein Ticken härter, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch ganz normal. Gemäßigte Affe, eine Runde. Zur Freeride, weil ich denke, die hat so ein bisschen von allem was. Und ich glaube, ich weiß, ob der Daniel das Auto sieht, das ist die, die du auch am besten kennst, oder? Ich würde sagen, ja, das ist auch die, die ich als allererstes gefahren bin im Park. Ja, da hat der Daniel den besten Vergleichskontent. Und ich würde sagen, ja, wir fahren erstmal bis zur Druckbatterie. Kommen wir mal bis jetzt. Jetzt fahren wir gemäßigsten Uphill. Da ist der Unterschied gar nicht mehr so prägnant. So. So, jetzt die Freeride bis zur Drop-Batterie. Alles klar. Oh, da bin ich nicht reingekommen. Oh. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich fahre mir ganz komischen Kram zusammen hier. Oh Gott. Oh. Oh. Also. Thomas hat eine super Idee, wir fahren jetzt die Liftspur hoch. Yes, mit dem E-Light, weil da haben wir 35 Newtonmeter, was soll passieren, ne? Oh.
Ja, ganz tolle Idee, Thomas. Ja, da soll mal einer sagen, 35 Newtonmeter sind zu wenig. Auf dem ganz normalen Uphill nach oben merkt man tatsächlich nicht so einen großen Unterschied. Ich finde, da fahren sich beide Bikes eigentlich exakt gleich und man merkt die Unterschiede der Geometrie nicht wirklich stark. Aber auf den technischen Uphills dagegen umso mehr. Also ich muss sagen, Daniel mit Zwischenfazit, Vorsicht, Daniel sagt was, Achtung, ach. Daniel sagt was. Ich habe jetzt vor den Jumps habe ich schon Respekt mit dem Levo, weil ich ja das weiß, wie das, dass sich das ganz anders fährt als das. Ja, es fliegt immer einen Meter weiter. Ja, ja, genau. Ich habe, also wirst du gleich im Video hören, ich habe mir gesagt, ich kommentiere nichts, ich habe halt Geräusche gemacht. Das ja, ich höre das ja hinter mir. Ja, ja. Ne? Achso, ich dachte, du bist so fokussiert, Daniel. Nee, na ja, ja, ich bin mal manchmal gespannt, aber das muss ja nicht negativ sein, dafür braucht man ja auch weniger Energie. Ja, das gucke ich jetzt mal, ne? Ich roll jetzt mal ein bisschen genau, langsamer können, genau. Mit einer Runde. Daniel muss ja entscheiden heute, das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach, Leute. 20.000 Euro Entscheidung, wenn man es so nimmt. Okay, schauen wir mal, ob wir hier drüber kommen, ne? Jo, schauen wir mal, ob wir drüber kommen. Okay. Ist überhaupt den richtigen Gang? Oh! 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 Zum Glück ist hier kein Schotter heute. Oh. Oh. Man merkt, ich war lange nicht hier. Oh my God, the fucking gun is here! Very great time here to ride downhill bicycles. So, damit der Daniel noch einen Big Jump gemacht hat oder einen relativen Big Jump, machen wir jetzt noch Rasenrennen, Step Up und den Wallride. Einfach um wirklich das ganze Portfolio. Wir haben leider nicht viel Zeit, Leute, sonst wären wir hier schon bei Lift ist an sich mal runtergefahren. Aber eigentlich kennt Daniel auch beide Bikes und weiß um die Vorzüge eines jeden einzelnen. Aber es heute direkt nochmal der Vergleich kreuzweise zeigt es nochmal. Und es zeigt auch, wie gut der Daniel übrigens inzwischen Fahrrad fahren kann. Das wäre vor anderthalb Jahren undenkbar gewesen, dass der Daniel mal eben auf ein anderes Fahrrad geht. Ja, also dafür höchsten Respekt, Daniel. Dankeschön. Das hat sich schon, siehst du auch selber so, ne? Das hat ja sich schon deutlich geändert. Da hat ne? sich schon was verändert. Jetzt kannst du so ein bisschen den Thomas verstehen, den man einfach ein Fahrrad in die Hand drückt. Ja, und, genau, und der fährt einfach. Der fährt einfach, genau. Ne? Viel mit Intuition und Gefühl zu tun. Super. So, also mein Puls ist schon wieder auf, ich glaube, 42. Ja, ich habe 168. Ich habe ja zwei mehr wie Jan Ulrich in seinen besten Tagen. So, Kamera läuft. Lange nicht gemacht, ne? Road Gap. Ja. Ich mache mir immer mehr Sorgen um die Kurve. Vor allem jetzt mit der geilen Regenrinne drin. Ja. Und mit diesem super trockenen Boden. Already! Road gap! Already! Road gap! Yeah! Oh, ist das kaputt! Ey, die Kurve hat mich überrumpelt. Ja, die da. So, Leute. So, jetzt Roadgap mit dem dicken Ding. Mit dem dicken Ding. Und ab geht's. Roadgap! Oh Gott, oh Gott. Yeah. Ah. Was soll ich sagen? Das funktioniert halt einfach mit beiden Fahrrädern gut, ne? Aber auf dem Kinevo ist halt landen wie am Sofa. Ja, ist halt selbst eine Freundschaft.
So Leute, wir sind, ich bin fix und fertig, es ist so heiß gewesen. Thomas ist noch topfit. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Räder sind für mich persönlich wie Tag und Nacht. Beim Kenevo hat man so das Gefühl, das ist einfach, du hast eben ganz gut gesagt, beim Rasenrennen Gap, das ist halt einfach irgendwie so eine Lebensversicherung. Ne? Du fährst halt einfach überall damit runter. Auf dem Flow hier war es, auf den Wurzelpassagen war der Unterschied brutal krass, wie das Fahrwerk gearbeitet hat. Ich muss allerdings zugeben, ich habe an dem Setting von dir noch gar nichts geändert. Ich bin es einfach so gefahren, weil mir das beim Springen so gut gefallen hat. Ich glaube allerdings, wenn es ruppiger wäre. Ja, also 10% hatte ich dir ja gesagt, genau. Raus, dann fährt sich das direkt ganz anders. Ja, ne? Dann wäre das nochmal ein bisschen anders. Ja. Ich finde so von meinem Empfinden aktuell jetzt einfach nur nach Gefühl, nicht was da für Teile dran sind und so weiter, weil ich sehe schon die Leute, die hier sagen, die Guide RE ist die größte Schwachsinn. Gut, da ist aber auch nur eine Code dran, ne? Ja, ist halt, aber SRAM ist halt SRAM, ne? Ich komme mit den Bremsen immer ganz gut klar eigentlich. Für mich persönlich ist es im Moment so, mir macht irgendwie so weniger Federweg, macht mir irgendwie mehr Spaß. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich hätte mir vor einem Jahr hätte ich niemals gesagt, okay, ich fahre jetzt mit 150 mm das Rasenrennen Gap, weil ich gedacht habe, ich brauche immer. Aber wie ich immer so schön beibringe, fürs Springen braucht man keinen Federweg, siehe BMX. Ja, voll. Aber ja. Man denkt ja, wenn du als Einsteiger kommst, denkst du ja, ich brauche jetzt ganz viel Federweg, weil der Federweg, der rettet mich ja so. Ne? Und das ist halt bei dem Kenevo SL auch tatsächlich so, das fährt sich eigentlich durch den Demo-Hinterbau ja fast wie ein Mini-DH. Ne? Ja. Ja. Ich merke aber immer, wenn ich vom Norco aufs Kenevo steige, es ist einfach, es ist ein sehr, sehr kleiner Unterschied vom Feeling. So. Ja. Und da wollte ich jetzt mal, ich habe mich wirklich die ganze Zeit recht neutral gehalten, obwohl ich eine fette Meinung dazu habe. Ich finde, wenn ihr mal selbst vor der Wahl steht, was ihr euch holen wollt, dann lasst auf gar keinen Fall entscheiden, was ihr findet, was geiler aussieht. Ja, oder was eure Freunde geiler finden, weil es eine fettere, weil da eine Sepp drin ist und da nur eine Pike oder so. Damit müsst ihr aufhören, sondern geht wirklich in euch und fragt euch. Das ist eigentlich das Wichtige, das sage ich auch jedem. Ich habe ja jahrelang im Fahrradladen gearbeitet. Meine erste Frage, wenn Leute vor Fahrrädern stehen, die einfach geil aussehen, was wollen sie denn damit fahren? Was willst du fahren? So, und wenn die Antwort ist, ich fahre 80% Trails und ab und zu mal Flotrail Stromberg oder Bikepark OE, dann ganz klar das, wenn man sagt, ey Alter, ich fahre doch keine Trails, ja, ich fahre nur Hoppe, Park etc., dann ganz klar das. So, jetzt kommt's. Wie viele Fahrräder kann ich mir leisten? Daniel hat jetzt den Luxus, ein Big Bike zu haben. Das heißt, Bikepark fällt auch noch raus, also eigentlich gibt es kaum noch einen Grund, dieses Kenevo SL zu fahren. Aber jemand, der nur Geld für ein Fahrrad hat, liebe Leute, das ist immer noch für mich nach wie vor das eine Bike für alles. Da kann man Park mitmachen, da kann man alles mitmachen. Also Trail geht auch, sicher, es ist ein bisschen anstrengender, ne? Ja. Weil man fährt viel Federweg, aber Dämpfer, ich meine, das Fahrwerk ist ja nicht mehr mit Serie vergleichbar. Du fährst ja auch beim Bergauffahren, das wippt halt kaum mit. Ja, durch den Deluxe da hinten drin, das ist ja auch der ganz neue, das 23er Modell, komplett auch die Ölzufuhr fast blockierbar, also das geht auch gut bergauf, beides. Ja, ja. Ne? Ausstattung ist sowieso fast ähnlich, sage ich jetzt mal, sogar Bremse ist eigentlich gleich, weil Daniel es eben angesprochen hat, sind nur die Hebel unterschiedlich, weil die Bremssättel sind, die Guide RE sind ja auch Code-Sättel. Von daher gesehen hat der Daniel jetzt halt die schwere Entscheidung, welches Fahrrad er heute in sein Auto lädt. Ja. Das ist eine gute Frage. Übrigens eine Sache, die noch an dem Fahrrad dran ist, die das Ganze so ein bisschen unfair macht in dem Vergleich. Das Kenevo würde tatsächlich besser abschneiden, wenn der Noah-Laufradsatz da drin wäre, weil, das hat Daniel jetzt selber gemerkt, wenn man mal so einen wirklich guten Laufradsatz fahren kann, die Verwindung und so, wenn man reintritt und so, auch die Laufruhe und so, die ist schon höher bei diesem Carbon-Laufradsatz. Wir reden immerhin auch vom Laufradsatz von 1300 Euro. Das kann man mit diesem Roval-Ding natürlich nicht vergleichen. Ne? Und halt das Gewicht ist nochmal anders. Ne? Also man spart ja schon nochmal Gewicht. Das auch noch. Ne? Das kommt natürlich bei beiden Fahrrädern oben drauf. Es sind knapp 2 Kilo Unterschied. Ja. Ne? Und das, finde ich, spürt man auch. Also man muss mit dem schon auch, über Sprünge drüber zu kommen, ein bisschen mehr tun. So einfach. Ja, und es ist auch halt ein bisschen frontlastiger wie das. Hier ist eine sehr, sehr leichte Gabel drin mit der Pike, die wir viel aus dem Dirt-Bereich auch kennen, die Pike.
Allerdings, wenn dem Daniel irgendwann mal die 150 nicht reichen oder er mehr Sack fahren will, kann man die noch auf 160 traveln, macht schon wieder eine ganz andere Front aus dem Fahrrad. Ne? Also da ist noch Potenzial da. Ja, jetzt muss der Daniel sich entscheiden, welches Fahrrad er jetzt einlädt in sein Auto. Ich bin mal gespannt. Ja, ich kann mich da eigentlich kaum entscheiden. Aber das Ding ist einfach, ich glaube, der Thomas und ich sind so ein bisschen an derselben, an derselben Sache krank. Mit neuen Fahrrädern. Deswegen würde ich tatsächlich mit dem Levo SL gehen, weil es einfach nochmal was ganz anderes ist. Und ich das Gefühl habe, dass mir das Fahrrad mehr beibringt fürs nächste Jahr oder so, für die nächste Zeit, als das. Weil, genau, ich habe immer das Gefühl, tägliche Hometrail-Runde, das macht damit einfach mehr Spaß. Ja, nicht nur das. Ja, ne? Also ich kriege halt auch viel, viel mehr Feedback. So, ne? Also ich habe das eben krass gemerkt, als wir das Roadgap angefahren sind. Da ist hier schon ein bisschen, da ist einfach mehr Unruhe. Ein bisschen nervös halt. Genau. Also die einen sagen halt, wie gesagt, das kann man ja immer positiv und negativ. Wenn ich jetzt positiv sage, oh, das Fahrrad hat viel mehr Pop, ja, yeah, das hat mehr Pop. Ich kann aber auch genauso gut sagen, das Fahrrad ist viel nervöser wie das Kinevo. Also es kommt immer darauf an, auf was man halt Wert legt. Ja. Aber ich denke, Daniel meint genau das Richtige. Das ist einfach, es ist ein Mini-DH, es ist ein Enduro, das merkt man. Und das ist ein Trailbike. Allerdings, wenn man es jetzt wieder mit dem Orbea vergleicht, was du ja lange gefahren bist, ja, ist das ja schon wieder eine Sänfte gegen das Orbea. Ja, das ist genau, ja, ist wieder also was ganz anderes. Ja, obwohl es denselben Federweg hat, also ja, man kann es auch nicht am Federweg festmachen. Nee, gar nicht. Und wenn ihr mein neues Fahrrad seht, das habe ich ja auch schon Test gefahren bei Daniel, dann werdet ihr sowieso sagen, jetzt hat er den Schuss nicht mehr gehört, ich gehe nochmal 20 mm weg vom Federweg, weil mir gefällt auch einfach diese Agilität, das ist einfach eine Sache. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber mir macht das einfach, also es fing an mit dem Orbea, dass mir das einfach Spaß gemacht hat, weniger Federweg zu fahren. Es ist dieses direktere, ja, Fahrgefühl, und wenn da mal eben, gerade auf dem Trail, da ist halt nicht immer was gebaut ist, das ist mal eben nur eine Wurzel, wo man abzieht, ja, da fliegt man halt mit so einem Levo direkt 2 Meter und mit dem Kinevo nur ein. Das, ja, ist einfach so. Ne? Und deswegen, ja, das hört sich für mich so an, als ob er sich für das British Racing Green entschieden hat. Die Farbe hat den Daniel übrigens schon, ja, getriggert, seit ich das Fahrrad das erste Mal mit hatte. Ja. Ja. Ich kann den Daniel nur beglückwünschen. Beides geile Bikes. Ja, also es ist halt, man wählt halt zwischen zwischen Pest und Cholera. Ja, also genau. Zwischen Titan und Platin, keine Ahnung. Ja, genau. Also das ist einfach beides geil. Und solange das andere ja noch nicht verkauft ist, kann er Daniel noch zurückswitchen. Ja, das heißt ja, aber, wenn ihr Bock habt auf ein Kinevo SL mit einer einzigartigen Custom-Ausstattung. Ja, richtig. Also so gibt es das ja gar nicht zu kaufen. Nein, das hat ja 180 und 177 mm Federweg und hat halt das 2023er Ultimate RockShox Fahrwerk drin. Was plus AXS. Also eigentlich müsste man es, ist fast schon in einer, bis auf die Laufräder, in der S-Works Ausstattung. Ja. Und ich werde es aber sehr, sehr günstig anbieten, weil ich einfach jemanden ermöglichen will, in diesen Sport einzusteigen, so wie ich dem Daniel auch immer sehr faire Deals anbiete. Einfach weil ich mich freue um jeden, der halt mitfährt bei diesem geilen Sport. Yes! Ja, ich bedanke mich erstmal beim Thomas, weil ich glaube, also ich wäre sonst, auch an das Bike wäre ich ja so gar nicht jetzt so dran gekommen. Im Nachhinein übrigens bitter, ich habe quasi für dieses Fahrrad damals nur 5.400 Euro gekriegt, so gesehen. Das war wirklich wenig, ja, weil ich ja die beiden alten Bikes verkauft habe. Aber so rechne ich halt nicht, wenn man so im Leben rechnet, hat es überhaupt keinen Sinn. Der Mehrwert ist einfach, dass wir beide mehr Spaß auf dem Trail haben und... Und die Räder bleiben immer in der Familie, ne? Genau, so sieht's aus. Und das Levo hätte mir schon echt wehgetan, das wegzutun, weil das ist so ein Fahrrad, wenn man sich an meine erste Probefahrt erinnert, da war ich unglaublich skeptisch. Das hat mich aber beim Fahren überzeugt, und das tun nicht viele Räder. Mhm. Ne? Also die meisten bestätigen den Eindruck, den man hat, und das hat mich echt überzeugt. Und jetzt hat es auch noch einen neuen Motor gekriegt, also von daher gesehen gibt es keinen Grund, nicht dieses, ein Jahre alte Fahrrad zu kaufen.